grandiose Spiele hier im Fuchsau durften wir alle gemeinsam miteinander erleben. Letztes Heimspiel der Saison 2016-2017. Die Füchse treffen auf den VfL Gummersbach. Wir gehen gleich in den Spielbericht und ein Hinweis noch, heute ist alles anders als sonst beim Jagdfieber. Es kommt wirklich höchst selten vor, dass sich ein anderer Torhüter als einer aus dem Gespann der Füchse im Fuchsbau in den Vordergrund spielen kann. Aber diese Parade von Gummersbachs Matthias Puhle ist zum einen spektakulär und würde wohl selbst Manuel Neuer tief beeindrucken. Zum anderen zeigt sie ein Problem, das die Spieler von Velimir Petkovic in dieser Partie des Öfteren nicht lösen können. Und so verlieren die Berliner Füchse ihr letztes Heimspiel dieser Spielzeit, weil sie zum einen in der ersten Halbzeit zu viele Tore kassieren und zum anderen, weil die Aufholjagd diesmal nicht mit dem letzten Spielzug gelingen will. Ich will nicht reden über letzte Wurf. Was bedeutet das, wenn wir uns retten hier zu Hause mit Unentschieden, mit letzter Wurf? Problem ist, ich bin richtig enttäuscht von meinen Jungs. Erste Halbzeit hat keine einzige entsprechende Leistung gebracht. Und wenn ich sage, dass wir 19 Tore kassieren in letzter Halbzeit hier, dann wir haben immer gelobt, unsere Deckung zusammen mit Torwart und heute 19 Tore, das spricht über Einstellung. Und dann viele versuchen Ausrede finden, viele Spiele, Kraft fehlt und sowas. Warum haben wir Kraft für die zweite 30 Minuten und kassieren wir nur 9 Tore? Nur 9 Tore, ja. Und dann natürlich kommt Pech, weil du bist immer bestraft, wenn du kämpfst in 60 Minuten. Und wir könnten uns noch retten in letzter eineinhalb Minute, ich glaube, zwei hochkarätige Chancen von außen und 1,7 Meter, wir haben verworfen in so ein enges Spiel. Dann natürlich, das ist eine Niederlage. Das erste Tor der Partie für die Füchse erzielt Krischimir Kosina in seinem letzten Heimspiel als Fuchs. In der kommenden Spielzeit trägt der Kreisläufer das Trikot von Frisch auf Göpping. Die Berliner müssen in diesem Spiel früh bemerken, dass Gummersbachs Torhüter Matthias Puhle kein schlechter ist, hier im Duell mit Bjarkima Ellison. Dann können die Gäste, die derzeit auch noch in Richtung Tabellenkeller schauen müssen, das Spiel aufbauen, den Ball zirkulieren lassen. Evgeni Pefnov, seinerzeit EF-Cup-Sieger mit den Füchsen, erzielt den Treffer. Dann ist es aber Berlins Silvio Heinevetter, der im Duell Mann gegen Mann Sieger bleibt gegen den Kreisläufer des VfL. Und nun könnte es aus Sicht der Füchse heißen, Feuer frei. Aber unter dem Strich stehen am Ende der ersten Halbzeit mit 19 Treffern der Gäste deutlich zu viele Gegentore auf Seiten der Füchse. Wir haben eine Geschlossenheit bekommen und wir sind hier gekommen, trotz aller, welche haben gemeint, das ist unmöglich, nach Leistung, nach Resultaten letzter, nach unserem Zustand und so, weil wir haben auch verletzte Spieler und so. Ne? Wir sind einfach so gekommen, dann wir wollen hier spielen, einfach ein Egalspiel. Wer gewinnt, einfach wer ist besser, wer ist glücklicher, welcher Torwart halt besser. Aber wir sind hier gekommen und freue mich dann, wir haben das da von Anfang an, von der ersten Halbzeit einfach bis am Ende von dem Spiel, ne, einfach erreicht, dieses Niveau von dem Spiel. Wir glauben dann, wir haben sehr gute Handball gezeigt, dann wir haben Konzentration gehabt, wir haben nie einmal eine Unruhe gehabt, ne, auch wenn in zweiter Halbzeit Füchse sind sehr nahe gekommen. Die angesprochene Druckphase der Füchse beginnt mit Spielbeginn in Halbzeit 2. Das Team von Velimir Petkovic findet nun eine verbesserte Einstellung zum Spiel, bekommt auch mehr Tempo ins Angriffsspiel und beginnt fleißig damit, den Rückstand zu verkürzen. Der Tabellenvierte spielt nun bestimmter und zunächst auch konstanter. Aber es schleichen sich dann auch immer wieder Unkonzentriertheiten ins Angriffsspiel ein und die Gäste wollen diese natürlich nutzen und tun's auch. Peter Stochel, der nun das Füchse-Tor hütet, ist in dieser Szene chancenlos. In dieser Szene pariert der Füchse-Kapitän gleich zweimal stark gegen die Werfer des VfL Gummersbach. Und mittwochs grüßen die Aufholfüchse. Es scheint so, als könnten sich die Berliner wieder herankämpfen. Steffen Feeth, dessen Formkurve stetig aufwärts geht, mit den 25:27. Knapp 7 Minuten bleiben den Füchsen noch, um diese Partie zu drehen. Doch dann steht er da wieder, dieser Matthias Puhle, und entschärft den 7 Meter von Hans Lindberg. Und ebenfalls auch den Wurf von Bjarkima Ellison. Die Füchse lassen letztlich zu viele Chancen liegen, um dieses Spiel noch drehen zu können. Mit Raschko Nenadic, Kent Robin Tönnissen und Krischimir Kosina werden im Anschluss an das Spiel dann noch 3 Füchse verabschiedet. Ich habe immer Spaß gehabt und die haben immer
zu Freude gebracht, mit kämpferisch, spielerisch auch, und die werden sicher uns fehlen. Die einen gehen, zwei andere bleiben, nämlich Jakov Gujun und Kevin Struck. Gute Nachrichten zum Ende dieser Heimspielsaison. Drago, heute mal Jagdfieber außerhalb. Ihr habt heute gegen Gummersbach leider verloren. Wie groß ist die Enttäuschung? Ja, aber schade, für das letzte Heimspiel vor so vielen Zuschauern zu verlieren, aber müssen wir hoch halten und versuchen zu gewinnen, letzte zwei Spiele. Kleiner Trost, dass die Qualifikation für den EHF Cup schon erfolgt ist? Ja, aber man sieht, man hat so etwas mehr in Händen, dann muss man das probieren zu nutzen. Wir haben es heute nicht geschafft und schade. Tut mir leid wegen der Mannschaft und alles, aber hat nie gelaufen heute. Auch für die Fans, die feiern heute trotzdem eine gute Saison, insgesamt eine gute Saison. Du hast gefehlt, wir freuen uns, dass du bald wieder da bist. Wann dürfen wir mit dir rechnen? Keine Ahnung, ich trainiere jetzt ganze Sommer und ich bin seit 4 Monaten jeden Tag mit Kasi im Kraftraum. Ich mache so weiter und danke an Fans für tolle Unterstützung und alles. Und ich hoffe, wir machen noch bessere Arbeit nächste Saison. Wenn du die Saison so verfolgt hast, was war deine größte Freude bei den Füchsen? Oder Überraschung? Die größte Überraschung war die eigentlich von Petkovic. Als er dann mitten in der Saison reinkam, er hat ein gewisses frisches Blut mit reingebracht, ja, was jetzt allerdings wahrscheinlich verpufft ist. Aber nächste Saison ist ein neues Jahr. Meinst du verpufft oder liegt es eher daran, dass es ein wirklich ein hartes Programm war mit EHF Final Four und jetzt zwei Abstiegskandidaten im Saisonendspurt, kostet ja ganz schön viel Kraft? Ja, das stimme ich dir voll ganz zu. Es war wirklich ein hartes Saison und zum Abschluss auch noch die vielen Spiele jetzt zu denen, wo man sagt, die brauchen jetzt auch noch die Punkte, stimmt schon. Stefan, gerade im wichtigen Gespräch mit den Fans, über was diskutiert ihr? Über die gesamte Saison, über unsere Erfolge, manchmal auch Misserfolge, aber ja, dass es einfach insgesamt eine super Saison war. Was hat dich am meisten beeindruckt? Was hat dich am positivsten überrascht? Jetzt in der ganzen Saison? Ja. Na gut, natürlich bis auf das letzte Spiel der Europacup und am allermeisten natürlich der Gewinn des Weltpokals. Weil damit hat keiner gerechnet, selbst wir nicht, und umso schöner war es dann. Auf jeden Fall. Lass uns mal die Fans ranholen, kommt ihr mal dazu? Ihr wart heute zum ersten Mal bei den Füchsen? Nein, ich denke schon öfters, oder? Ja, ich war schon öfter hier. Ich habe heute tatsächlich fotografiert und war als Fotograf da, genau. Sieht man dann das Spiel aus einer anderen Perspektive, wenn man als Fotograf da ist? Das ist schon was anderes, wenn man direkt am Spielfeldrand sitzt und halt hautnah dabei ist. Und dann mit einem Objektiv, womit man ein bisschen zoomen kann und dann halt wirklich irgendwie hautnah dran ist quasi. Das ist schon geil, ja. Kannst du dich denn beim Fotografieren dann konzentrieren aufs Fotografieren? Mir geht es immer so, ich bin so leidenschaftlich beim Spiel mit dabei, wenn ich später moderieren muss, es fällt mir schwer runterzuschalten. Ich habe tatsächlich am Ende des Spiels, wo es spannend wurde, dann mehrere Fotos nicht hingekriegt, so wie ich es wollte, einfach weil ich halt irgendwie mehr aufs Spielgeschehen geachtet habe als aufs Fotografieren. Aber ich glaube, das ist klar, wenn man als Fan fotografiert, dann fotografiert man anders, als wenn man irgendwie als Neutraler daneben sitzt. Ja. Was sagst du zum Saisonverlauf der Füchse? Naja, war schade, dass es jetzt heute nicht mehr geklappt hat. Ne? Also wäre schön gewesen, natürlich heute irgendwie das Ganze mit einem Sieg zu beenden. Aber ich denke, insgesamt kann man auf eine gute Saison zurückblicken. Ja. Stefan, du bist ja nah dran an der Mannschaft. War jetzt im Saisonabschluss der Akku leer nach diesem harten Programm? Ja, noch ist die Saison ja nicht zu Ende. Wir haben ja noch zwei Auswärtsspiele. Ja, also man merkt schon, dass die Jungs einige Spiele in den Knochen haben. Gerade das Final Four jetzt vor 2 Wochen, wo man an einem Wochenende 2 harte Spiele machen muss. Dann danach gleich wieder Magdeburg, was ja auch nicht ohne ist. Klar, irgendwann geht es an die Substanz. Aber gut, das haben die anderen Mannschaften auch. Und insofern heißt es jetzt noch zweimal richtig Gas geben. Das heißt danach aber nicht Urlaub, sondern dann geht es in die Planung für die nächste Saison. Was steht bei dir auf dem Programm dann?
ja, erstmal Urlaub und dann geht's ja, mit voller Kraft auf in die neue Saison. Da müssen die neuen Klamotten bestellt werden, da müssen die Hallenzeiten organisiert werden, der Spielplan gemacht. Also da ist ordentlich zu tun für die gesamte Geschäftsstelle. So, und hier sind zwei ganz tolle Fans mit dabei. Euch beide habe ich nämlich kennengelernt. Wisst ihr noch wo? In Göppingen. In Göppingen. Ihr seid nämlich mitgefahren ans Final Four. Wie war es denn dort in Göppingen? Es war schön und man konnte dort sehr viel lernen. Was habt ihr denn gelernt? Dass man Niederlagen akzeptieren soll. War es eine verdiente Niederlage in Göppingen? Naja, also manchmal waren die Schiris auch, wie soll ich sagen, nicht so gerecht, aber sonst war es schön in Göppingen. Würde ich gern wieder machen. Ja, dann das Ticket haben wir ja schon für den EAF Cup. Das heißt, wir müssen nur kämpfen und in die nächsten Runden qualifizieren. Ja. Dann seid ihr wieder mit dabei. Wie war das Spiel heute für euch? Eigentlich gut. Schade, dass sie zwar verloren haben, aber nächstes Mal. Ihr habt ja jeder einen Lieblingsspieler. Das müssen wir noch mal kurz loswerden. Wen hast denn du als Lieblingsspieler? Peter Stochel. Zeig mal dein T-Shirt. Das ist mein Peter Stochel. Dein Peter Stochel. Und warum magst du denn den Peter so? Weiß ich nicht. Er ist halt mein Vorbild. Ich bin zwar keine Torwart, aber ich mache trotzdem Handball. Gerne. So, und für wen schwärmst du denn? Für Jakob Gojun. Oh, der Jakob, unser Riese in der Abwehr. Ja. Warum magst du den denn so? Weil ich auch manchmal so aggressiv in der Abwehr bin. Ah, du spielst selber? Ja. Wo spielst du denn? In Esterloh Rangsdorf. Wie habt ihr diese Saison abgeschnitten? Sehr gut. Das heißt? Also wir sind sechster Platz geworden und die anderen waren halt allein ja älter als wir. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, nächste Saison noch einen besseren Platz, genauso wie die Füchse? Ja, auf jeden Fall. Wo sollen die Füchse in der nächsten Saison denn landen? Weiß ich gar nicht. Ja, sollen sie Deutscher Meister werden? Na klar! Na klar, Deutscher Meister, die Füchse, stellt euch mal vor, hier im Fuchsbau Meisterfeier, das wäre doch super, oder? Ja. Seid ihr dann wieder mit dabei? Ja, auf jeden Fall. Du auch? Ja. Letzte Heimspiel der Saison, unser Co-Trainer Max Rinderl ist bei mir. Max, kannst du wieder lachen nach der Niederlage heute? Es fällt mir schon durchaus schwer, das muss ich ehrlich sagen, aber jetzt mit den Zuschauern, mit den Fans ein bisschen hier ein paar nette Worte zu wechseln, ich denke, das geht dann schneller, dass man nach dem Spiel so ein bisschen das Negativerlebnis mal ein bisschen vergisst, aber es wird heute Abend nochmal kommen. Ja. Wir sehen uns ja immer nach Spielende und dann klopfen wir uns auf die Schulter, lachen oder haben auch mal schlechte Laune. Woran lag es heute? Lass uns Spielanalyse machen, woran lag es heute, dass es nicht geklappt hat? Ja, ich finde, man hat gemerkt, dass wir wirklich schwer ins Spiel gekommen sind. Das war ein ganz schwerer Start und dem sind wir eigentlich bis zum Ende hinterhergerannt. Und man hat gemerkt, Gummersbach, die spielen gegen den Abstieg, für die ging es um alles. Und als die dann Blut geleckt haben, dann wurde es unglaublich schwierig. Und zum Schluss war dann zwar Einsatz und Kampf von uns hundertprozentig da, aber leider war dann die Hand nicht mehr ganz so locker, glaube ich. Und da haben wir ein paar freie Bälle zu viel verworfen, dann hat es leider nicht mehr ganz gereicht. Fehlt am Ende die Kraft bei diesem harten Saisonprogramm? Das kommt, denke ich, schon erschwerend auch hinzu, dass durch die vielen Spiele, durch ein, zwei Verletzungen, ein paar Jungs jetzt auch am Limit sind. Man darf nicht vergessen, auch jetzt im Olympiajahr, dass die Vorbereitung und die Sommerpause vor allem für die Spieler nicht vorhanden war. Und das, glaube ich, müssen wir jetzt ein bisschen Tribut zollen. Ja. Wir haben heute drei Spieler verabschiedet, Draschko, Kent und Kreso. Ja. Wie ist deine Bilanz zu diesen dreien? Also als allererstes sind es alles drei super Typen. Das hat und macht mit denen richtig Spaß zu arbeiten. Und ich denke, die Vereine, wo sie hingehen, können froh sein, dass sie so drei so gute Jungs holen. Für Kent kommt Kopja. Was erwartest du von ihm? Eine Menge. Ich glaube, da haben wir einen richtig guten Transfer getätigt. Allein die Größe und die Präsenz, die er hat, ist beeindruckend. Und er ist einfach auch noch ein anderer Spielertyp als Fabi. Und ich denke, die zwei werden sich gut ergänzen. Jetzt sind noch zwei Spiele auf dem Programm. Danach Urlaub. Wie froh bist du, dass es endlich Pause ist? Ja, froh sind wir alle. Aber wie du schon sagst, davor sind noch zwei extrem wichtige Spiele. Vor allem nach dem Ergebnis heute.
Und deswegen muss ich ehrlich sagen, bin ich noch gar nicht im Urlaubsfieber, sondern im Gegenteil. Ich weiß, jetzt geht es nochmal um alles für uns. Wir wollen den Platz halten vor Magdeburg und erst dann kommt alles Weitere. Was wir erst spät rausgefunden haben, Max und ich kommen aus der gleichen Region, nämlich von der Schweizer Grenze. Nutzt du den Urlaub, um zu deinen Eltern und deiner Schwester runterzufahren? Ich mache auch einen kleinen Kurztrip zu meinen Eltern. Das ist immer wieder schön, wenn man in die Heimat kommt. Das kennst du auch, ist eine schöne Gegend und deswegen nutze ich das auf jeden Fall, ja. Worauf freust du dich am meisten? Zu Hause, aufs gute Essen von Mama, aber auch mal ein paar Berge wieder zu sehen und einfach mal ein bisschen Tapetenwechsel zu haben, da freue ich mich drauf. Deine Eltern sind ja riesen Fans von dir, ja, oder auch Handballfans. Dein Vater ist oder war Schiedsrichter, so viel ich weiß. Ja. Und sie waren in Göppingen mit dabei, in Stuttgart, und dein Vater fährt jetzt auch mit nach Leipzig. Wie wichtig ist dir das, dass deine Familie dich da unterstützt? Ja, die haben auch, als ich selbst noch Spieler war, haben sie mich unterstützt, sind durch die Du warst Spieler? Na, irgendwann war ich auch mal Spieler. Warum merkt man davon nichts? Schöne Frage hier, ja, sehr charmant. Haben mich da auch schon sehr unterstützt und haben Kilometer auf der Autobahn absolviert und genau jetzt das Gleiche. Und das macht einfach Spaß und es freut mich. Und da bin ich auch ein bisschen stolz, dass meine Eltern so dabei sind. Also das ist eine tolle Sache. Und jetzt geht's zu den Fans rein, noch weitere Gespräche führen und ich hoffe, du gönnst dir auch ein Bier, oder? Ich führe viele nette Gespräche, aber da ich kein Bier trinke, wird das ein bisschen schwierig, aber das tut dem Abend keinen Abbruch. Max, vielen Dank für deine Worte und vielen Dank für die tolle Saison mit dir. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Sommer. Da freue ich mich auch drauf. Dankeschön. Vielen Dank. Das war's heute vom Jagdfieber. Letztes Heimspiel gegen den VfL Gummersbach. Und wir drücken unseren Füchsen natürlich noch bei den letzten beiden Begegnungen die Daumen. Bis bald, euer Michael Bernatek. Tschüss.